Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Super Luigi 64 Trolling Edition. Und bevor wir jetzt die Welt dort machen, werden wir diese Geheimwelt betreten. Wow! Aus dieser Welt kann man doch etwas machen. Ach so, ich suche ja weiße Münzen. Ah, supi. Oder eben ausgebleichte Münzen. Okay, das werde ich ohne Save States machen. Damit wir einen kompletten Stern ohne Save States haben. Denn selbst wenn ich vom Om-Stern habe ich jetzt Save States verwendet, da ich nicht wusste, wo der Stern hinkommt. Werde ich jetzt in dieser Welt, in dieser Geheimwelt, wenigstens einen Stern ohne Save States holen. So, das waren 4. Gute Frage, wo sind die restlichen 4? Ich schätze mal irgendwo da unten bei den gefährlichen Sachen. Warum wusste ich das? Ist irgendwo so ein tödlicher Strudel? Ja, da will ich nicht rein. Schön weit davon entfernt sein. Das muss eigentlich möglich sein. Ja. Und wir haben den ersten Stern ohne Save State. Und das wird höchstwahrscheinlich der einzige werden. Ein Stern zum Trollen. Ja, voll Trollen. Ah ja, das war jetzt Self-Trolling. Also, der verwirrte See. Was vom Schiff übrig ist, werden wir jetzt nachsehen, nachdem wir das Schild hier gelesen haben. Schwimmregeln. Erstens, erst 30 Minuten nach dem ersten Schwimmen gehen. Zweitens, niemals länger als 2 Minuten tauchen. Drittens, vorher abduschen. Viertens, keine Wertsachen, die elektronisch sind, mit ins Wasser nehmen. Dann viel Spaß wünscht Ihnen Ihr Sauf doch einfach ab, Team! Wichtig, diese Regeln gelten nicht für Klempner, da die gerne absaufen dürfen. Danke, ich sauf doch immer wieder gerne ab. Weißt du schon das Neueste? Die Schalterplätze sind erst gesetzt worden. Ja, das weiß ich schon. Danke für die Zusatzinfo. Lass mich mal raten, da oben ist ein Stern drin. Und wir haben noch einen Stern ohne Save State. Den hat Kano nicht so gut gemacht. Und im Hintergrund funkelt er noch ein Stern. Darf ich den Aal füttern? Aber immer doch. Ich darf alles. Achso, das war gleich der zweite. Wow, das war jetzt eng. Ja, hier ein paar. Oh, hier ein Fly Guy. Den werde ich jetzt mal ausnutzen. Oder auch nicht. Lass mich raten. Alle 8 roten Münzen sind unter einem Strudel. Weil ich gerade eine gesehen habe. Hier ist auch die Kletterschule. Ja, wie schon gesagt. Oh, hier sind auch rote Münzen. Also sie sind nicht nur dort. Die Frage ist, wie komme ich eigentlich auf diese Blöcke? Sagt mir nicht, ich brauche dafür ein bisschen Kanonenskill, dass ich darauf komme. Dann muss es einigen Schalter geben oder sowas. Feuer! Okay, jetzt beenden wir mal wieder Safe States. Da das sonst etwas zu lange dauert. Dachte ich, pack den Sprung. Also ich sehe gerade einen ziemlich leichten Stern. Was geht ab? Kanone? So, ja, das kennen wir ja. Spaß. Die sagen ja jetzt immer dasselbe. Mit dem werde ich das jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Wir geben auch diesen Bob um 50 Münzen, damit er mich in Ruhe lässt.
Wo wir diese Münzen auspacken, egal. Das wird was vom Schiff übriges sein. Denn mehr ist vom Schiff ja nicht übrig. Und da hinten habe ich eine Box gesehen. Ja, das war vom Schiff wohl noch übrig. Ich hoffe doch mal, dass er hier nicht auch einen Hidden Warp hineingepackt hat. Jolly Rogers Schatzhöhle. Einfach mal mit Skill da mal Richtung Stern. So voll cheaterhaft. So mal überhaupt nicht cheaterhaft. Okay, ein bisschen höher wäre dann doch nicht so schlecht. So. Noch ein Stückchen höher. Das war zu hoch, warte mal. Hier ist doch auch ein Block. Der ist höher. Der ist um 1 höher und um 1, 2 drüber. Fast. Um 1 drüber. Dann kann ich die Kiste nicht genau zerstören. Was ist, wenn ich mich dorthin schieße? Ich treffe keine Box, egal wo ich hinschieße. Ich treffe keine Box. Nein! Und man kann auch nicht oben bleiben auf dieser Box. Oder ich kann es nicht. Eher ich kann es nicht. Egal, wir schießen uns jetzt mal dorthin. Und gehen in Jolly Rogers Geheimhöhle. So wie es das Spiel vorhat. Das möchte gerne, dass ich hier hingehe. Und hier das Schild lese. Ahoi, was machst du in meiner Schatzhöhlchen? Mein Schatz bekommst du nicht. Denn hier sind überall Minen ausgelegt. Das bedeutet ein falscher Schritt und das war's für dich. Das wäre zumindestens was, nur Minen kann ich nur mir nicht leisten. Deshalb ich die Bandit-Jackier-Bande angeheuert. Solche Vollidioten wie dich fernzuhalten. Okay, das jetzt irgendwie ein deutscher Satz war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall für mich klang es jetzt nicht gerade deutsch. Egal. Oh, okay, es sind weiße Flammen. Ja, Jackie, es sind Idioten. Oh, da kommt so ein Idiot und schießt mich hier fast genau auf den Panzer. Juhu, wozu habe ich hier diesen Panzer? Damit ich mir die Zeit vertreiben kann. Egal. Diese Reihenfolge kann man ja nicht ändern. 1, 2, 3, 4. Aber den Stern kann man verändern. Deswegen war die Stampfattacke jetzt gerade unnötig. Zu früh gefreut. Das war jetzt mal echt fies getrollt. Wollte man den Skill beweisen, dass man den Stern einfach mal so aus der Luft holen kann? Und was passiert? Die stecken den Stern einfach woanders hin. Schön, dass da oben jetzt auf einmal die Kiste ist, aber der Stern ist irgendwo, glaube ich, auf dem Strand. Soweit ich das verfolgen konnte. Da ist eine Vanish Cap, das heißt, da wird ein Metallkappenschalter sein. Ja, die Frage jetzt, wo ist der Stern? Hier oben, schätze ich mal. Der Stern wäre mir neu. Sieht mir neu aus. Und without skill. Again. Und jetzt habe ich ihn.
So. Jolly Rogers Schatzhöhle. Ehre damit auch gemeistert. Stern Nummer 4. Die verfluchten Münzen. Ja, ich verfluche sie jetzt schon. Warum schwebt hier eine? Hat man das gerade gesehen? Der Fuck. Ich glaube, der geht's nicht ganz gut. Pass auf, jetzt haucht sie gleich auf nichts aus und. Huhu, ich habe Schaden bekommen. Ja, ich werde jetzt mal gleich mal die zwei roten, weißen, irgendwas Münzen da holen. Weil ich bei der ersten gerne mal drüber fliege. Und beim zweiten Versuch auch gleich. Und man drauf nicht landen kann, da das ausgestellt hat. Ganz kleines bisschen runter. Ja, ich habe die erste. Und warum? Ach, dieser Block, der verrät mir nichts Gutes. Warte, ich sammle jetzt einfach gleich mal die 100 Münzen mit. Das mit den roten Münzen eigentlich auch am leichtesten ist, wenn man die zusätzlich zu den roten Münzen sammelt. Ich weiß noch nicht, ob ich auf der klettern kann. Nee, kann ich auch nicht. Und der brauchen wir einen Dreisprung-Skill. Mit folgender Tötung. Also eine Stampfattacke hier. Damit wir nicht drauf gehen. Da 5 Münzen abstauben. Hier 10 Münzen abstauben. Und das Feuer mal voll abstauben. Nein! Das trifft mich, das trifft mich. Dem kann ich leider nicht mehr ausweichen. War wieder ein perfekter Sechstel. Die rote Münze habe ich jetzt. Falls mir noch 5 Münzen dann fehlen, sammle ich die dort, aber ich glaube mal, auf die kann ich verzichten. Mal sehen, wie viel in Jolly Rogers Höhle sind. Da unten sehe ich gerade auch eine. Ist aber auch so ein Sprudel nach oben. Aber ich habe sie trotzdem. Hier ein Münzring. Wenn ich den komplett eingesammelt habe. Warum erscheint hier ein Leben? Besser gesagt, wo? Hier erscheint ein Leben, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Das schwimmt hier von mir vor mir weg. Oh, ich hab's noch. So, dann werden wir ein paar Chuckias töten. Weil die ersten 5 Münzen. So, hier sind noch mindestens 3 Chuckias, noch mindestens. Danke, Amp, so geht es auch viel schneller, diese Chuckie hier loszuwerden. Da ist noch einer. Und da vorne sehe ich gerade noch einen Chuckie. Und wie war dieser, ich glaube, Kano oder wie der heißt, ja? Ich habe jetzt keine Ahnung. Und wo ist jetzt der Chuckie hier? Wo fährst du hin, Chuckie? Ich bin hier. Greifen und Feuer.
Und hier waren ein paar Münzen. Und hier der blaue Schalter. Wenigstens zwei, mehr brauche ich doch gar nicht. Achso, deswegen gibt es den Kupferpanzer, um alle hier zu erreichen. Und ja, mehr brauche ich nicht. Der Rest kann ruhig verschwinden. Ich habe meinen 100-Münzstern. Ja, ich werde Millionär. Einfach mal wieder weg hier und die restlichen roten Münzen sammeln. Wie viel habe ich? 6 rote Münzen habe ich hier schon. Hier unten sehe ich gerade keine. Nee. Dann tauchen wir hier mal wieder auf. Ja, auf. Und zwar etwas schneller, damit man hier nicht drauf geht. Ich glaube, eine war ja noch. Ja, da oben. Da muss ich mir mit der Kanone hinschießen. Zu dieser roten Münze. Zu dieser verfluchten Münze. Einfach rein da. So, genau hier und hier. Das sind die zwei Plätze, die ich noch brauche. Ein bisschen höher. So, das war die 7. Und nochmal zurück für die 8. Sehe ich die 8 von hier eigentlich? Ja, ich sehe den Schatten, das ist in so einer Kiste. Von dem her glaube ich, dass ich da eher so hin muss. Das sieht mir doch wahrscheinlich aus, dass das funktionieren könnte. Ich glaube, ich muss zu dem Schalter. Deswegen. Oh, Fly Guy. Bleib hier. Na, ja, nein. Und der letzte. Oh, schade. Aber mit dem Skill hätte das jetzt funktioniert. Nee, da muss ich da oben landen und dann den zweiten Fly Guy treffen. Hier oben landen. Komm, das hat vorhin so gut geklappt. Wäre ich dann weg. Ja, jetzt fliegt der Fly Guy wieder weg. Hier oben landen. Ja, wenn ich nicht lande, dann. Ich wette, das geht auf jeden Fall anders. Aber danke. Danke, danke, danke. Ja. Das war Pro Skill gerade. Komplett die Fly Guys ausgenutzt. Ich sehe noch gerade den Sinn des Blocks nicht. Och, das ist ein eigener Stern. Nee, den mach. Oh ja, weil sonst komme ich hier nie wieder hin. Komm jetzt. Die roten Münzen werden wir dann gleich nochmal machen. Das geht sich auf keinen Fall aus. Komm. So, hier ein Save State. So, geschafft. Und jetzt mit dem Kopf an die Wand. Und jetzt wieder die ganzen 8 roten Münzen sammeln. Da ich hier irgendwie rübergekommen bin.
immer noch bezweifle, dass ich diese rote Münze so holen muss. Und jetzt geht sie gar nicht aus, sie muss noch höher. Und fliegt dann von der Kiste runter. Den kann ich so gar nicht hoch. Ach, falscher Save State, kurze Pause. Ja, es passiert halt, wenn man falsche Tasten drückt. So. So, jetzt habe ich mal die Box zerstört. Ich hoffe, ich komme da auch hin jetzt. Ganz knapp nicht. Nee, immer noch nicht. Ach, der hat jetzt sehr gut geklappt. Ich bin genau an der Kante weg. Und ich glaube, es geht nicht mehr. Ach, gibt's denn Hidden Warp oder wie? Wäre mir neu. Yes! So, hier war jetzt 2. Hi. Danke, dass ich durch dich durchschwimmen kann. Ach so, hier waren ja auch noch 2. Jetzt komm. Ja, das könnte man jetzt im Video hören, dass er draußen gerade Hubschrauber vorbeischlug. Könnte man gehört haben, da ich das Fenster offen habe. Damit hier wenigstens ein bisschen kühle Luft reinkommt. Komm jetzt. So, das waren hier die 2 roten Münzen. Jetzt abtauchen zu dieser hier. Das war dann die 5. Ich glaube, drüben war keine. Ich jetzt nach. Ich sehe nach, ich bin gleich hier. Bevor ich da drüben eine vergesse. Mal hier ein Safe State setzen und drüben nachsehen. Nee, das sieht mir nicht so aus, als ob ich hier eine rote Münze vergessen hätte. Nee, hier war keine, auf keinen Fall. Nee, war nicht. So, rückschwimmen. Ja, das Leben hole ich mir jetzt aber auch nicht. Ja, er hat hier anscheinend irgendwohin solche Tornados gemacht, also in solche Strudel, die mich in den Abgrund ziehen, also in den Tod. Okay, wo sind hier noch? Hier und die 2, okay. Dann habe ich's. So, und jetzt die 2 mit der Kanone. Dann war das auch mit den roten Münzen. Und ich glaube, dann haben wir noch einen 6. Stern. Den werden wir dann auch noch machen.
Ah, nee, das war zu hoch. Was? Auch zu hoch? Jetzt aber. Wenn der jetzt zu niedrig gewesen wäre, echt. So, und zurückschwimmen und zur letzten roten Münze schießen. Und dann nur noch den Stern sammeln. Ich glaube, dann fehlt noch ein Stern, den wir schnell noch machen werden dann. Ja, und ich sehe gerade, diese Parts werden alle irgendwie länger als meine normalen 20 Minuten. Sie gehen ja schon fast alle an die 30 Minuten. Oh, Skill. Es gab ja noch keinen Part, der so an die 20 Minuten, sondern die gingen alle so Minimum 26 Minuten und ich glaube, das Maximum war 30 Minuten oder so. Also wir hatten bis jetzt nur lange Parts, da ich auch viel Spaß hatte in diesem Hack. Und den eben sehr ungern für kurze unterbrechen werde, denn ich nehme hier sessionweise auf und nehme gleich mehrere Parts auf. Welche Kiste darf es denn sein? Ja, genau. Vielleicht Kiste Nummer 5, vielleicht Kiste Nummer 7. Welche Schweinl hätten es denn gern, ne? Ich hätte gern die Kiste mit dem Stern. Etwas ganz Neues. Ich hätte gern die Kiste mit dem Stern. Was ist, wenn ich mich ganz hochsetze? Kann ich mich. Warte mal, out of the map kann ich wohl gar nicht. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu. Aber probieren wir es mal. Ja, Flying Ship. Ich hab's gesehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und wenn ich ein bisschen runter. Immer noch zu wenig. Mal so. So könnte man hier drüben auf die letzte Kiste. Theoretisch. Oh, ganz knapp. Man müsste so auf der letzten Kiste landen können. Ich probiere jetzt mal so. Warum ich nicht gleich so probiere? Es muss doch gehen. Ja, die Kiste ist zerstört. Jetzt mal mit Save State, ob ich von hier an die Kiste komme. Wenn nicht, schieße ich mich hin. Wo? Nee, das wird sich nicht ausgehen. Werde ich die Kanone brauchen. Und das wird wieder so ein 30 Minuten Part. Ich hoffe, ja, ich. Könnte vielleicht sogar zur Gewohnheit werden. Ja, der war zu hoch auf jeden Fall. Der noch ein bisschen zu niedrig, so. Ah, da geht einfach knapp daneben. Ja, hab ihn. Ja, damit beende ich den Part, da ich ja auch in dieser Welt jetzt alle Sterne habe. Also, bis dann und auf Wiedersehen.